bitte durchcruisen. So. Die Zeit hat gesagt, wir haben 4 Minuten 49 gebraucht. Und das wäre... ich glaube, die Tode werden nicht mal draufgerechnet, aber... definitiv schneller gegangen, wenn ich wirklich straight dahin geflogen wäre, wo ich hin müsste. Also wäre ich nicht neugierig gewesen. Zu Recht. Also für mich zu Recht. Weil ich will ja einen Stern finden. So einfach linear durchs Level gelaufen wäre. Oder geflogen wäre, oder was auch immer. Wäre das viel schneller alles erfolgt. Okay, aber... hier brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr suchen. Das heißt, den Anfang kann ich jetzt wirklich mehr komplett schenken. Das heißt, wir speedrun jetzt. Leute, es ist endlich soweit. Ich mache einen Speedrun von Mario Galaxy. Ich glaube, als Speedrunner wäre ich direkt hier hochgeflogen. Und hätte die Stelle hier einfach überspringen. So, straight auf dem Kerl drauf. Vielleicht hätte ich sogar noch darauf geschafft, aber... ja, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. So, Speedrun. Nein, Lampen. Furchtbarer Speedrun. Okay. Okay, vergesst das mit dem Speedrun. Ich bin nicht mal befugt, das Wort zu benutzen. Ich hab Speedrun als Wort schon verbot. Und ich halte mich nicht mehr ran, aber so schlimm ist es. Also, er wird ja nicht hier sein. Oh, weil der erste Stern ist ja schon da oben. Das heißt, ab hier können wir suchen gehen. So, da gehe ich schon mal. Da unten ist etwas, aber. Jetzt die Frage, ne? Weil unten. Hier sterbe ich ja. Aber kann ich da hin? Das ist alles. Das ist echt eine schwache Belohnung dafür, dass man hier potenziell sterben könnte. Also, zwei Sterne wären hier mindestens. Fair. Warum man auch immer hier zwei Sterne auf einmal verstecken sollte. Aber darum geht das nicht. Es geht darum, dass die Vergütung ungerecht erfolgt. Ja, okay. Hey, das ist nicht schlimm. Kann ich wieder hier weg, damit ich... ja, danke schön. Da ist nix. Lass mich raten, ich muss da hoch. Kann das sein? Kann das sein? Wieder so eine billige Belohnung. Also, Spiel. Ey. Wir müssen nochmal ein bisschen über Gerechtigkeit reden. Ich mache hier gerade die dicksten archäologischen Entdeckungen. Und ich will mir einfach so ein paar Sternteile dafür nur geben. Ein Plot-Twist, den echten Stern finde ich wahrscheinlich gar nicht mal. So, da hinten ist ein Checkpoint. Ich werde erst den Checkpoint sammeln. Und dann werde ich da hinten suchen und womöglich dabei sterben. Aber ich habe einen Checkpoint gesammelt. Das heißt, ich muss ja nichts mehr von vorne machen. Da habe ich wenigstens ein bisschen mitgedacht. Wow, das hätte auch ohne Stampfattacke funktioniert. Die ich nie gedrückt habe übrigens. Irgendwie habe ich das Gefühl, ohne Bienenpower bin ich besser dran teilweise. Also gerade hier so, bei den Stellen. Also viele der Mario Galaxy Power-Ups sind Sachen, die einem nicht nur Vorteile immer einbringen, sondern auch ein bisschen in irgendeiner Form Nachteile. Ich glaube sogar jedes Power-Up, selbst die Feuerblume, macht ja, da ich dann nicht mehr spinnen kann. So, jetzt ist... achso, das schnappt ja immer zu. Venusfalle. Okay, da kann ich nicht hin. Unten, da komme ich ja her. Hier so. Oh, ich hätte es fast geschafft. Okay, ne.
nicht schlimm. Oh, oh, oh. Hey, cool. Ich bin genau aufs Power-Up gefallen und genau neben die Schlucht, die mich getötet hatte. Immerhin. Glück im Unglück. Also hier ist der reale Stern. Ich verstehe. Also kann er ja nur hier sein. Aber hier ist eine unsichtbare Wand. Kein Stern. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Okay. Okay. Weil weiter als hier geht es nicht. Ich könnte nur hier nach rechts weiter, aber... Ja, dann passiert das einfach. Also, Entschuldigung, was? Wie konnte ich den verpassen jetzt? Ich bin, also, wir reden jetzt gerade... Oh. Wir reden jetzt gerade davon, dass ich hier bestimmt 8 Mal oder so gestorben bin, weil ich versucht habe, irgendwelche Geheimnisse zu lüften. Bin dabei die ganze Zeit gestorben. Und dann finde ich den am Ende nicht mal... Was? Was soll denn das? Können die irgendwie töten oder so? Töten. Treppen. Ja, nicht wirklich. Ja, ich bin schwer enttäuscht gerade. Hilfe! Oh Gott. Okay, das war eine furchtbare Erfahrung. Aber ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht so. Das jetzt nicht funktionieren kann. Ich bin ja alle potenziellen Wege abgegangen jetzt so. Alles durchgecheckt. So komisch. Echt seltsam, Mann. Oder er ist hier. Ja. Mann. Immer dieselbe Scheiße. Für jedes Mal versuchen, Bob zu suchen. Ja, stirbt man schon praktisch. Und am Ende ist er irgendwie nirgendwo sogar. So, ich versuche jetzt hier erstmal ein bisschen ohne Bienenkorb hier durchzukommen, weil damit bin ich weitaus schneller. Oh. Das habe ich nicht bedacht. Hey, seht mal her, wir haben es sogar geschafft, ein Game Over zu erreichen. Ein Game Over dadurch, dass ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwelche Möglichkeiten hier auszuschöpfen. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm, wir müssen ja so oder so das ganze Level nochmal von vorne machen. Weil, wir nichts gefunden haben. Irgendwie, wie auch immer das so weit kommen konnte. Aber ja, so war das. So, wenigstens ist das Spiel ja nicht so asozial, dass Sterne abgezogen werden und so. Stell ich mal vor... Game Over, ja, die Sterne sind jetzt ein paar von gesammelten Sternen, zum Beispiel hier Stern 1 ist nicht mehr gesammelt, das wäre eine Unverschämtheit. Nö, wir müssen jetzt einfach hier nochmal durch. Und ich habe es echt nicht verstanden. Also, ich gehe mal davon aus, dass der Grünstern 2 ist, ist er wirklich nicht hier irgendwo am Anfang, sondern irgendwo erst später. Das wäre sonst echt komisch. Das heißt, hier ist mal alles skippen. Und wenn es noch mehr ging, würde ich auch ohne Bienenpop hier durch, aber ich glaube, spätestens hier brauche ich denn das, den. Ja, bis hierhin, aber da man hier ohne Biene nicht draufstehen kann, auf den Wolken auch nicht. Auch ich nicht verstehe, wie die Wolken Mario halten können. Aber nur, wenn er das Bienenpower-Up hält. Ich meine, wo hört er denn auf, irgendwas zu wiegen? Das verstehe ich nicht. So, hier war Stern 1. Also nicht genau hier, sondern da hinten. Hier Stern 1. Okay. Kann ich mitleben. Da
muss doch irgendwas hier schief gelaufen sein. Hier war ich ja. Und das sind ja nicht mal... Das sind ja wirklich die frechesten Sachen. Also hier hätte er sein können, ist er aber nicht. Und dann gleich kommt hier noch so eine super Secret-Stelle. Wo der am Ende auch nicht ist. Was war hier nochmal? Irgendwie nix. Was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Stampfattacke mache? Oder... Na, ich versuche mal Folgendes. Ich will hier unten lang. Aber hier sterbe ich nur, habe ich recht. Oder auch nicht. Warte mal. Das Ding führt mich dahin zurück. Das heißt, von irgendwo muss ich hier dahin kommen eigentlich. Okay, verstehe ich nicht. Gehen wir... Ja, okay. Gehen wir hier... Einmal hier hoch, bitte. Nein, Mario hängt sich automatisch an dieses Ding ran und weigert sich. Dann halt hier runter. Ich berühre das ja nicht mal und der ist schon dran am Schwingen. Aha. Nette Geste, aber auch da leider kein Fortschritt. Ich würde gerne versuchen, da hochzufliegen. Das schon die ganze Zeit eigentlich. Ja, jetzt können wir es hier mal hin. Ja, okay, hier landen wir. Aber wie komme ich von vornherein denn da hin? Nein. Ach so, da, ach, das ist die, du hast versagt. Kette. Und dann lande ich automatisch da. Okay. Also jetzt fange ich an zu verstehen. Also, das Geheimnis, was ich diesmal hier rausgefunden habe, ist auch wieder so ein Anti-Geheimnis. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Hier oben war ich auch schon, ne? Nix Tolles da. Vielleicht sammle ich mir mal ein bisschen Geld ein. Oder das Ding befindet sich in irgendeiner Wand drin. Was aber gar nicht sein könnte. Ist nicht so in der Wand. Da sterbe ich nur. Dann. Krass, dass er nicht hier ist. Oh. Also nicht oh. Irgendwie, ich habe das entdeckt, sondern oh. Blöd, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Okay, gut. Für den Fall, dass wir nochmal da was gucken wollten, das hat sich jetzt damit erledigt. Ja, es frustriert mich schon ein bisschen, dass ich ihn absolut nicht finden kann. Nee, diesen wäre schon mal gestorben. So, das Schlaue nur diesmal ist, ich habe diesmal den Checkpoint nicht genommen. Das heißt, wir können schön hier vorbei. Aber wo? Wir haben jetzt alles mehrmals durchsucht und wir haben nichts gefunden. Nicht nur so ein bisschen, so wisst ihr, so halbarschig, sondern richtig durchsucht. Und konnten nichts finden. Das ist echt nicht, kein gutes Zeichen. Okay, meiner hat mich in die richtige Richtung gestoßen. Ich will noch mal da hoch. Ich weiß zwar, da ist nichts. Vielleicht ja doch. Da ist er. Oh. Er war doch hier oben. Scheiße, Mann. Mann, das regt mich auf, dass... das nicht ganz so schwer war zu finden. Und ja, also zur Erklärung. Das regt mich auf. Das regt mich nicht wirklich auf jetzt. Aber
Kann das nicht einfach das Ultraschwerste auf der Welt gewesen sein, damit man zumindest am Ende sagen kann, oh Mann, das war wirklich hart zu finden und ich habe es irgendwie doch geschafft. Nein, es war eigentlich... Ey, Popel einfach jetzt auch nicht, aber nicht wirklich schwierig. Und ich war da voll am Verkacken an der Stelle. Oh Mann. Mal wieder. Okay, machen wir das Lava-Imperium. Von Schmauser. Bin mal gespannt, wie man... Wie und wo man hier zwei Kometensterne... Ne, das sind keine Kometensterne, das sind Grünsterne. Wo man die jetzt hier versteckt. Also... Das spaßige... Ah, ich habe einen gesehen, der war hinterm Felsen. Glaube ich zumindest gesehen zu haben. Ich meine, da irgendwo... So, erstmal hier... Gucken. Oh, diese coole Mucke, Mann. So, da die Kamera hier kein bisschen mitspielt in irgendeiner Form, gehe ich auch nicht davon aus, dass man hier ein Ding für mich bereithält. Wow. Einfach mal genau... Genau nicht da rein. Also nicht genau auf so ein... Genau zwischen die Dinger. Hier gibt es auch viele Möglichkeiten, die Dinger irgendwo zu verstecken. Also die Sterne irgendwo zu verstecken. Ne? Also wenn man hier rumgeht, dann kann man das auch schnell übersehen. Aber ich sag mal ganz vorsichtig den Stern, weil ich glaube, er einen schon zu wissen, wo er ist. Manchmal sehen die One-Ups auch aus wie die. Das ist voll gemein. Reicht das? Warte noch so. Okay. So. Also. Auch hier scheint ja nichts zu sein. Sei denn, ich könnte da rüberspringen oder so. Also dahin. Lass dich mal noch außen vor. Diese Möglichkeit. Oh, oh, hoppala. Okay. Gut, das wollte ich nicht. Aber jetzt ist es passiert und wir müssen alle damit leben. Boah. Okay, wir sind wieder geheilt. Das ist jetzt nichts versteckt, oder? Das sieht ja echt eklig aus. Irgendwie wie die Innenseite eines Magens oder so. Obwohl ich weiß, dass das Lava da stehen soll. Oh, da hätten wir vielleicht warten sollen. Ist da was? Nicht. Aber ich glaube... Doch, ich sehe ihn doch sogar. Oh, scheiße. Ist sogar nicht mal schwer zu sehen. Also, ist er wirklich hier. Ich muss jetzt nur ein paar geschickte Lava-Sprünge machen. Das ist nicht sehr geschickt. Okay, haha, lustig. Aber vielleicht sollte es jetzt mal funktionieren. Nein! Ich bin wirklich 6-mal an dem Stern vorbeigesprungen. Ich glaube nicht mal, dass es wirklich gerade passiert ist. Der war so locker drin. Oh, guck mal, der Checkpoint ist ganz weit weg sogar noch. Ja, super. Er hat keinen Longjump gemacht. Also, ich dachte wirklich, okay, das Ding ist drin. Das Ding ist doch sowas von drin. Nein, kriege ich nicht. Ich springe 6-mal dran vorbei. Versucht das mal nachzumachen. Das werdet ihr nicht mal mit Absicht hinbekommen. Kriegt ihr nicht mit Absicht in so eine Scheiße. So, und jetzt werde ich die Chance nicht mehr haben, 6-mal rumzuhüpfen, weil ich jetzt keine 6 Leisten mehr habe. Okay, hätte die Kamera mitgespielt, wäre das sogar eine gute Idee gewesen. Ja, er rennt noch in die Lava durch. Okay. Also unsere Chancen sind jetzt eingeschränkt, weil jetzt darf ich nur noch einmal daneben springen. Und einmal muss ich ja so oder so daneben springen. Es bleibt mir dabei. Es sei denn, ich krieg das so hin? Okay, viel einfacher. Weil das ist sogar eine Methode, die funktioniert.
ein. Noch ein, dann haben wir Welt 2 durch. Okay, es war Grünstern 1, also... Wie immer gesagt, Grünstern 2, gehe ich von aus, wird dann noch weiter dahinter sein. Okay. Aber... Ja, jetzt geht es wirklich ans Suchen, weil... Also, was heißt, jetzt geht es ans Suchen? Das weiß ich ja noch gar nicht, aber... So, der erste Stern war so der, der mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Weil ich direkt gesehen habe, ah, da ist er so, okay, wir müssen nur einen wirklich noch finden. Weil einen wissen wir nicht genau, wo er sich befindet. Beim einen wusste ich so, ja, der ist da. Als wir zur Stelle hinkommen sind, hat man den ja auch sofort gesehen. Hier allerdings sehe ich noch keinen zweiten. Keinen zweiten Stern. Aber, ist okay, kriegen wir hin. Wow, okay, nicht schlimm. Was kann noch passieren? Okay, nicht schlimm, kann mal passieren. Ich lande, glaube ich, in der Lava, oder? Nee, ich lande nicht in der Lava. Cool. So, wir müssen ja am Ende nicht mal einen Boss bekämpfen. Gehe ich mal von aus. Weil... Sonst müsste der Stern nach dem Boss irgendwo noch sich befinden, aber nach dem Boss gibt es ja gar kein Gameplay mehr. Eigentlich. Wäre jetzt irgendwie komisch. Du bist ein bisschen härter, als ich denke. Hallo, ich stehe vor dem und spinne ein Blödmann, der macht nichts. Ich habe nichts daraus gelernt, von was eben passiert ist, und werde hier nochmal einfach long jumpen. Alles cool, bis der dann anfängt, die Kameraperspektive einfach komplett zu verändern. Okay, warum hast du eine Stampfattacke gemacht? Das habe ich nicht gedrückt. Gut. Das Ding ist ja, meine 6 Leben-Dinger da, von denen kann ich mich schön verabschieden, wenn er mich trifft, weil das ist Instant Death, was hier passiert. Ich kann nicht so Mario 64 mäßig von unten irgendwie eine Stampfattacke machen. Das funktioniert ja nicht. Boah, ich kann ja nicht so wirklich draufstehen. Okay, ich gehe einfach weiter. Also, scheiß drauf. So viel nicht mehr. So, da geht das aber ja noch ganz viel weiter. So, wir haben diese Dinger, die Boden wegfressen. Wie auch immer das funktioniert. Oh, da ist er ja. Okay, wir haben einfach, müssen einfach nur geschickt landen. Ja, wenn ich nichts sehe, dann kann ich auch nicht... Ach Gott. Okay, wir haben nur noch 2 Leben. Das ist nicht so gut. Ich meine, nett, mich zumindest direkt vom Checkpoint dahin zu setzen. Dass ich jetzt nicht mehr groß Level dabei machen muss. Hä, warum? Ich hab den doch... Oh Mann. Okay, kein Problem. Wir können auch gerne das ganze Level nochmal von vorne machen, wenn es nicht funktionieren möchte. Nein, können wir natürlich nicht gerne machen. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will mir meinen Stern einsammeln, der meiner Meinung nach gesammelt dann ist. Aber irgendwie sagt das Spiel so noch richtig nö. Oh Mann. Okay. 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 Letzte Chance. Und diesmal habe ich ja nicht mal... Ja, diesmal hat das ja nicht mal als Versuch gezählt. Ist das denn ein One-Up? Kamera hilft mir überhaupt nicht weiter. Okay. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Guck mal, so einfach. Ich könnte einfach da hin und den holen. Denkt man sich. Oh, diesmal hat es sogar funktioniert. Gott sei Dank, wir waren bei 0 Leben angekommen. Ich würde eigentlich weitergehen. Die Spawn-Up, was da ist, holen. Wäre wahrscheinlich nicht mal gut ausgegangen. Hätte ich aber von vornherein endlich machen sollen. Immer erst versuchen, nachdem ich das Leben gesammelt habe. Weil wäre ich jetzt nochmal gestorben, hätte ich das gesamte Level von vorne machen müssen. Was... ärgerlich wäre. Sehr, sehr schlimm ärgerlich. Okay. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause von diesem Spiel. Null Leben. Ich glaube, wenn wir die nächste Aufnahme starten, fangen wir doch eh mal automatisch mit mehr Leben an. Und sonst hilft der Tod weiter. Also, alles gut. Also, Welt 2 hat jetzt eine goldene Krone. Achso, nein, hat sie nicht. Warte. Wartet. So, diesmal jetzt. Welt 2 hat eine goldene Krone. Welt 3... hat wie viele Level? 6? 7. 7 Level. Das waren auch 7. Das waren auch 7. Haben die immer 7?
Okay, auf jeden Fall ist das, wo es hier weitergeht. Was kommt denn noch so auf uns zu? Einiges, kann man wohl sagen. Okay, also beim nächsten Mal oder ab dem nächsten Mal machen wir in Welt 3 weiter. Ich freue mich schon drauf. Und ja, schaltet ein und haut rein.